Hallo, ich mache jetzt mal ein spontanes Video, habe ich mir gerade überlegt, weil ich da drauf gerade so Hunger habe. Und zwar machen wir ein Käsebaguette, also so wie die Käsebrötchen eigentlich vom Bäcker sind. Und dann sage ich euch einfach mal die Zutaten. Und zwar, wir brauchen einmal 350 Gramm Mehl, dann brauchen wir, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ja, so ein Dreiviertel Würfel Hefe nehme ich dazu. Ich nehme immer ein bisschen mehr. Also Dreiviertel Würfel. Dann brauchen wir 180 Milliliter Milch. Die steht gerade hinter mir, weil die müssen wir lauwarm machen für die Hefe. Dann ein Ei, wie ihr seht. Dann haben wir hier ein Dreiviertel Esslöffel Zucker. Dann brauchen wir ein Dreiviertel Teelöffel Salz. Und 1,5 Esslöffel Öl. Und dann brauchen wir halt noch einen Käse. Ich habe jetzt einen Gouda. Gestern habe ich es mit Emmentaler gemacht. Heute machen wir es mit Gouda. Und ja, das war's auch schon. So, jetzt haben wir unsere Milch. Also lauwarm. Also sie darf nicht über 30 Grad haben. Aber es sollte lauwarm sein. Und wie gesagt, jetzt gebe ich hier so ein Dreiviertel Würfel rein. Liebe Hefe. Deswegen gebe ich da immer ordentlich rein. Was ist das für ein komisches Ding? Weiß ich jetzt nicht. Machen wir weg. Und dann geben wir den Zucker noch dazu. Und das Ganze soll sich jetzt erstmal auflösen. So, und jetzt müssen wir einfach bis auf den Käse alle anderen Zutaten zusammengeben oder zusammenrühren. Also hier ist einmal das Ei schon drin. Dann gebe ich das Mehl dazu. Dann gebe ich das Salz dazu. Dann noch das Öl. Kann man auch Sonnenblumenöl nehmen oder Rapsöl. So. Und dann noch unsere Milch-Hefe-Zuckermischung. Und jetzt tun wir alles schön zu einem Teig verrühren. So, ich habe jetzt gerade mal oben noch so ein bisschen so eine halbe Handvoll Mehl drauf gegeben, damit es nicht gleich klebt, wenn ich es anfasse. Und das reicht dann aber auch aus. Und jetzt geht es einfach so für eine halbe Stunde an einem warmen Ort, abgedeckt, dass die Hefe gehen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und zwar jetzt nehme ich mir wieder ein bisschen Mehl für die Hände. Und da ich jetzt natürlich kein, also was heißt natürlich, hätte auch sein können, aber habe ich nicht so eine Baguette-Form habe, wird es wahrscheinlich kein normales, richtiges Baguette werden, weil sich der Teig dann doch wieder selbst legt, wie er will. Aber wir versuchen es mal, so gut es geht. Einfach so eine Richtung Baguette zu formen. Dann lassen wir das nämlich noch mal ein bisschen gehen, abgedeckt, und dann kommt der Käse drauf und dann geht es schon ab in den Ofen. Und das schmeckt so gut. So, und jetzt kommen wir zum Endspurt. Jetzt habe ich hier einfach nur Wasser. Das bepinseln wir ein bisschen, einfach, dass der Käse dann auch haften bleibt. Dann sind wir schon fast fertig. Und jetzt nehmen wir, wie gesagt, den Käse nach Wahl. Und dann machen wir das Baguette einfach etwas platter, damit wir ein bisschen mehr Fläche für den Käse haben. Man könnte übrigens auch noch Zwiebeln vorher anbraten mit schönen Röstaromen, also Röstaromen, und das dann auch dazugeben in den Teig. Ist auch total lecker. Und jetzt geht's ab in den Ofen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber den Ofen habe ich jetzt auf 200 Grad schon mal vorgeheizt.
So, ihr seht, es dampft ordentlich. Ich habe es mal aufgeschnitten. Also so sieht es von innen aus. Echt total weich. Schmeckt wie vom Bäcker. Und es war bei mir jetzt 20 Minuten im Ofen. Allerdings so die letzten 3 Minuten habe ich es auf Grillfunktion gestellt, damit es oben dann auch eine gewisse Bräune hat. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.